alles für eine bestmögliche Ausstattung. Sollten dabei neue Fragen auftauchen, werde denen unverzüglich nachgegangen. Auch der künftige Wehrbeauftragte des Bundestages Königshaus will sich dafür einsetzen, dass Mängel bei Ausrüstung und Ausbildung schnell behoben werden. Für den Afghanistan-Einsatz fehlten moderne Transportflugzeuge, Hubschrauber und Kampfpanzer sowie ein ausreichendes Einsatztraining. Der Bundeswehrverband beklagt fehlende politische Rückendeckung für die Soldaten. Statt für die notwendige Ausrüstung zu sorgen, werde oft nur der Mangel verwaltet, sagt der Verbandsvize Schmelzer der neuen Passauer Presse. Nach Ansicht der Linken ist die bisherige Strategie einer Befriedung durch Abschreckung in Afghanistan gescheitert. Außenminister Westerwelle und Entwicklungsminister Niebel reisen heute gemeinsam nach Afrika. 5 Tage lang besuchen sie Tansania, Südafrika und Djibouti. Der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung Moke hat die afrikanischen Staaten zu einer, so wörtlich, guten Regierungsführung aufgefordert. Nur so sei eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Westen möglich. Im SWR-Tagesgespräch äußerte sich Moke auch zur Lage im Staat Südafrika nach dem Mord an den weißen Rechtsextremisten Terre Blanche. Moke sagte, es wäre übertrieben, wenn die Lage dort mit den Ausschreitungen in Simbabwe verglichen wäre. Peking. Bundesumweltminister Röttgen will in China für mehr Klimaschutz werben.